Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories und ich habe Big News für euch mitgebracht. Es gibt eine Enthüllung zu machen. Das LinkedIn-Einhorn ist tot. Ich werde plakativ. Wieso? Weil ich heute eine ganz tolle, starke Frau hier bei mir habe, die einen komplett neuen Transformationsprozess durchgelaufen ist und der auch mit einem Business-Umbau stattgefunden hat. Ich spreche hier von Dr. Natalia Wichowski, auch kurz Dr. Nat, ja, oder wie auch immer sie sich in Zukunft nennen mag. Ich mag sie hier heute ganz herzlich begrüßen, weil sie habe ich kennengelernt, eigentlich über ihre LinkedIn-Positionierung und sie hat den Mut, eigentlich alles, was sie aufgebaut hat, auch nochmal einzustampfen sozusagen und eigentlich ihrem Inner Calling zu folgen. Und das bewundere ich sehr. Und da möchte ich heute mit ihr über ihre Erfahrungen sprechen, wie es eigentlich war für sie, unternehmerisch tätig zu werden, wie ihre Karriere verlaufen ist und was sie auch dazu geführt hat, jetzt nochmal diesen Change zu machen und was wir auch alle damit mitnehmen können von ihrem eigenen Leben. Ja, herzlich willkommen, Natalie. Ja, Katja. Ach, alles gut. Das ist so, seit dem Kindergarten nenne ich sowieso alle Natalie und in meinem Passport steht drin, ja, in meinem Passport steht Natalia drin. Ich so, eigentlich ist es mir pups egal. Also von da aus, das ist entspannt. Tief und entspannt. Genau. Sehr, sehr cool. Oh, Natalia, danke, schön, dass du da bist. Ja, freut mich sehr. Also wie gesagt, ich bin urgespannt auch, wie es dir jetzt gerade geht. Du bist erst kürzlich von deinem Sabbatical zurückgekommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass Unternehmer Sabbatical machen. Also schon alleine das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ja, vielleicht magst du dich selber kurz nochmal vorstellen und mit dem, wo du jetzt gerade sagst, ja, hier fühle ich mich gerade wohl in meiner Unternehmerinnenrolle und ja, Begleitung von Menschen. Also so wie du gesagt hast, ich war bekannt als das LinkedIn-Marketing-Einhorn. Das habe ich über die letzten 7 Jahre gemacht und habe dann letztes Jahr im November festgestellt, ganz ehrlich, was sind denn so meine Ziele für nächstes Jahr? Irgendwie noch mehr Geld und noch mehr Follower und noch mehr Kunden und noch mehr Menschen helfen. Das ist alles so nett, aber irgendwie juckt mich das nicht. Es reizt mich nicht. Und ich war wahnsinnig aggressiv. Ich war verbittert. Ich war frustriert. Habe das natürlich im Außen nicht so richtig gezeigt, aber war im Inneren eine tickende Zeitbombe. Und als der Schmerz zu groß war, habe ich gesagt, Cut, habe mit meinen Kunden gesprochen, habe mit meinen zukünftigen Kunden gesprochen, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, habe gesagt, ich brauche eine Pause. Sonst passiert etwas ganz Grausames. Also ich drehe vollkommen ab. Und habe mich ja beschlossen, auf eine Reise zu gehen, um mir mein zweites Sabbatical zu gönnen. Ich hatte im Jahr 2015 mein erstes. Ja, und habe einfach dieses Jahr nochmal komplett alles umgedreht. Ab April. Und mir wirklich diese Fragen gestellt, wer bin ich und was möchte ich machen und was liegt mir? Und warum gibt es so viel Schmerz in meinem Leben? Was sind Dinge, was sind Wahrheiten, die mir nicht mehr dienen? Was sind falsche Glaubenssätze und Muster, die ich loslassen darf, um wirklich bei mir selbst anzukommen? Von da aus, wer bin ich? Ein Mensch, der sich auf die Suche zu seiner, ihrer wahren Selbst begeben hat und die es verstanden hat, dort angekommen ist und das innerhalb der nächsten Monate auch auf eine, sagen wir mal, klare und interessante, edutaining Art und Weise mit der Welt teilt und dann wieder hinausgeht in die Businesswelt. So. Also ich finde es ganz spannend, du hast gerade den Connects gemacht. Ich habe zwar ja jede Menge Follower, Geld verdient, aber innerlich war ich so verbittert, weil mich nichts mehr angezogen hat. Ich habe mich auf nichts mehr gefreut, was ich noch kreieren oder schaffen kann. Ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, die wir vielleicht auch von Social Media, sei es jetzt LinkedIn oder irgendwo anders her kennen, wo man sich denkt, ah, die Menschen haben ja alles, aber das Äußere alles haben ist nicht gleich alles innen haben, in sich zentriert sein. Und ich glaube, das habe ich so mitgenommen, als wir unser Vorgespräch hatten. So, ich bin in meiner eigenen Mitte angekommen. Wie fühlt sich denn das an, Natalia? Es klingt ein bisschen klischeehaft, aber das ist das, was meines Erachtens, von dem all die Leute sprechen, wenn sie sagen, im Hier und Jetzt ankommen. Und weniger in der Vergangenheit sein und weniger in der Zukunft sein, sondern sich wirklich auf den jetzigen Moment einzulassen. Das heißt, damit, zumindest für mich, entfällt eine Menge Zukunftsangst,
eine Menge Frustration. Und ich kann mich voll und ganz dem Moment öffnen und sein und Spaß haben und rumblödeln und ich selbst sein. Also wenn, und das war eines meiner größten Aufgaben, mich wirklich in allen meinen Aspekten zu lieben und zu akzeptieren und wertzuschätzen und all das, was auch hässlich und eklig und widerlich und unmoralisch und wie auch immer ist. Also alles das, was wir bewerten und so. Das ist mein perfektes Instagram ist, ich. Und das ist alles das so, was ich unter den Teppich kehre. Das habe ich alles... Sperre ich eine. Na, genau, das habe ich alles nach außen gebracht, beziehungsweise vom Schatten ins Licht. Habe es lieben gelernt, habe gefragt, was die Nachricht ist, was es mir zeigen möchte. Habe das aufgearbeitet, zum Teil alleine, zum Teil mit Experten in unterschiedlichen Bereichen. Und damit... gibt es nichts mehr, vor dem ich mich fürchte. Und ein furchtloses Leben, Katja, das ist schwierig in Worte zu fassen. Also die Energie, die ich habe, die Lebensqualität, die Vitalität, die Freude, die Leichtigkeit, der Fluss, die Liebe mir selbst gegenüber und anderen Personen, finde ich magisch. Also anders kann ich es gar nicht beschreiben. Also ich wache regelmäßig auf oder bin in Momenten und sage, warte mal, nee, das ist jetzt Wirklichkeit, ne? Doch, das passiert jetzt wirklich. Okay, gut, ich brauchte mal eben einen Check, dass ich nicht träume. Sehr, sehr genial, ja. Also das macht ganz, ganz viel für die Lebenszufriedenheit. Du hast jetzt auch gesagt, dieses, ja, sich von nichts mehr fürchten, furchtlos zu sein, das beginnt natürlich im Inneren. Aber ich finde es auch spannend, wenn du vielleicht auch die Weltgeschehnisse anschaust. Ich weiß nicht, wie sehr dich das dann auch mitnimmt. Aber wenn ich zum Beispiel die Zeitung aufschlage und mir denke, so, puh, dritter Weltkrieg, hin und her, also solche Themen, bringt dich das auch gar nicht mehr aus dem Konzept oder in eine Furcht. Also um super ehrlich zu sein, ich habe, wann war das, 2014 aufgehört, Zeitungen zu lesen und mir Nachrichten anzugucken und all das zu glauben, was uns so an Geschichten erzählt wird, wenn ich das mal so formulieren möchte. Und das, was wichtig ist, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißen mag, bekomme ich mit durch Leute, die noch Zeitung lesen und die noch Fernsehen gucken. Aber so ist es bei mir auch. So, ich sage, das ist mein Ehemann. Genau, bei mir sind Leute aus meiner Familie oder Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Ich frage regelmäßig, was passiert denn nochmal draußen in dieser Drama- und Angstwelt? Gibt es irgendwas, was ich wissen musste? Hat wieder irgendjemand wen umgebracht? Hat jemand wen angegriffen oder so? Wann werden wir nochmal sterben? Heute oder in einer Woche oder so? Also ich sehe das mit einer Menge Humor, weil, also wie formuliere ich das? Ich habe manchmal das Gefühl, als ob diese Kommunikation der Außenwelt von ganz bestimmten Quellen auf Angst basiert. Also ist auch so. Es fühlt sich für mich so an, als ob da ganz viel Angst mitspielt. Ja, und wenn jemand die, so ne? an, Natalia, das ist so. Weil so, Angst und verkauft wenn sich gut. Ja, Angst verkauft sich gut, aber das ist so, das ist nicht gesund. Also es gibt so viele Studien, die beweisen, dass wenn ein Mensch permanent im Angstzustand ist, dass sich das auf seine oder ihre Immunsystem auswirkt und danach auf die Gesundheit. Und also ich meine, okay, du möchtest mir etwas verkaufen und dazu musst du in meine Angst hineintappen. Da würde ich dich challengen und gucken, wie kannst du denn anders verkaufen? Wie kannst du denn aus Liebe oder Fülle verkaufen und damit noch bessere Kunden anziehen? Oder du willst, dass ich mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten, anstatt in meine Angst hineinzutappen und zu sagen, nutz doch positive Psychologie. Also es muss doch nicht immer alles aus dem Negativen sein. So sehe ich das persönlich. Klassische Push-Pull-Motivation. Also wovon wirst du angezogen? Was ist attraktiv? Was willst du haben im Leben? Ja. Also Menschen sind da ja auch sehr unterschiedlich zu motivieren. Also manche sind voll in der Pull-Motivation und sagen, ja, das ist meine Vision, das möchte ich haben in meinem Leben, das zieht mich an und dann tun sie was dafür. Und andere haben immer eine Push-Motivation weg von etwas, Schmerz oder ähnliches. Ja. Also Menschen sind halt auch so dual gepolt, von beiden haben wir ein bisschen was in uns, aber von jedem ein bisschen auch mehr. Also gerade zu so aktuellen politischen Themen oder auch da, man muss sich auch bis zu einem gewissen Grad distanzieren, weil sonst kann man eh nicht leben. Natürlich auch. Ja. Jetzt zurück zu dir und deiner Transformation eigentlich. Wie
hat deine Umwelt das auch aufgenommen, als du dir ein Sabbatical das erste Mal vielleicht auch genommen hast und das zweite Mal? Fandest du für dich das leicht, das zu tun? Weil ich habe, du weißt, ich coach ganz, ganz viele Frauen und da habe ich immer dieses Thema, darf ich mich selber an die Prio One stellen? Ja? Darf ich mich selber so oben ranken, dass ich mir jetzt diese Zeit nehme? Wie war dieses Gefühl und dieser Prozess für dich? Während des ersten Sabbaticals war ich noch so unsicher und habe so sehr an mir und diesem Prozess gezweifelt und hatte aber schon angefangen zu lesen über die Psychologie von Transformation und Integration und Veränderung und wie auch immer und hatte da so diesen Satz aufgeschnappt: Du bist das Endprodukt der 5 Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und stell sicher, dass du nicht in Energievampire tappst. Und da war ich so paranoid, dass ich gesagt habe, okay, das heißt, ich bin jetzt in einer sensiblen Phase. Ich suche mir diese 5 Menschen ganz spezifisch aus. Habe also zu ziemlich allen Leuten gesagt, ich bastel mir eine Art Kokon oder so eine sichere Bubble. Höhle, so eine Bubble. Und ich bin dann mal weg. Und macht, was ihr wollt, aber ich bin weg. Ich kommuniziere jetzt erstmal nicht mit euch. Ich bin so eine Pseudononne in meiner sicheren Hülle und Blase. Und wenn ich fertig bin, komm ich raus. Wenn ihr so regelmäßig mal so ein Check-in wäre gut. Also nicht, dass ich da irgendwo so auf dem Boden liege und so von Katzen aufgegessen werde. Und habe mich dann eben entschlossen, dass ich am meisten Zeit verbringe mit so Leuten wie Tony Robbins und Robin Sharma und Tim Ferriss und Oprah Winfrey und Gary Vaynerchuk. Das waren die Leute so in der ersten Runde. Und jetzt in der zweiten Runde, da war das wesentlich leichter. Und da habe ich einfach gesagt, hey, ich bin im zweiten Sabbatical. Diesmal geht es nochmal tiefer. Und diesmal geht es um die Themen authentische Weiblichkeit und Femininität. Wovon darf ich mich noch lösen? Wie möchte ich arbeiten? Möchte ich noch hier leben? Wo soll die Reise weitergehen? Und das Thema mein Beruf bzw. meine wahre Berufung, das ist das, an dem ich arbeiten werde. Ich mache mich zur Prio, weil ich weiß, dass man aus einer leeren Teekanne keinen Tee eingießen kann. Und ich bin halt gerne eine Teekanne. Also meine Seele hat sich überlegt, sie ist Teekanne. Das geht also nur, wenn ich an mir arbeite. Und das Spannende ist, dass meine Aufgabe in dieser Runde, wenn ich es so nennen möchte, Selbstliebe ist. Und das verstehen ganz viele Menschen nicht. Sie glauben, dass Selbstliebe oder Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl, Selbsterbarmen, Selbstpflege, also emotionale Pflege, körperliche Pflege, genügend Schlaf, mal, keine Ahnung, sich selbst massieren, dass das egoistisch ist oder narzisstisch oder arrogant. Das stimmt nicht. Wenn du Dinge machst, damit du gesund bist, um dann deiner Familie zu dienen und dann in die Welt rauszugehen und noch mehr zu strahlen, das ist dein Geburtsrecht. Das klingt jetzt vielleicht esoterisch. Das ist deine Aufgabe. Das geht gar nicht anders. Also, das geht gar nicht anders, ja. Also man kann nicht, wie du sagst, man kann nichts aus dem Vollen schöpfen, wenn man selbst nicht aufgefüllt ist. Also um das zu übersetzen, in dem Sinn, die Teekanne steht für das, was du geben kannst und anderen Menschen dann auch wieder helfen kannst oder auch dieses Licht oder die Qualitäten, die du eigentlich durch dein Sein in die Welt bringst. Und das kann ja aber nur funktionieren, wenn du in der Hülle, in der du lebst, körperlicher Natur jetzt zum Beispiel, aber auch seelischer Natur, alles in Ordnung ist. Absolut, ja, wunderschön, sehe ich genauso. Und deshalb, Natalia, du bist aufgefüllt jetzt. Ja? Ja. Was darf man denn von dir erwarten in den nächsten Wochen und Monaten? Wo geht deine Reise jetzt hin? Was möchtest du in die Welt bringen? Jetzt hast du schon gesagt, für dich war Selbstliebe ein großes Thema, Selbstakzeptanz, das aufzuarbeiten. Ist es auch das, worauf du dich jetzt fokussierst? Also ich habe für mich festgestellt, dass es mir relativ einfach fällt. Ich habe ein Gespräch mit einer Person und wenn ich die Erlaubnis habe von der Person, dann sehe ich die Person wie so eine Art weißer Kristall. Und wenn man so einen weißen Kristall nimmt, zum Beispiel Quarz, und das so gegen das Licht hält, dann sieht man so ganz viele Regenbogenelemente. So, oh, da glitzert es und da. Und so sehe ich Menschen. Ich bin fasziniert von Menschen. Und einige Menschen würden sagen, weißer Stein.
Und ich sage, nee, guck mal, da ist was und da ist was und da ist was und da ist was. Wow! Oh, oh, boah, und wenn ich so halte, ist noch was anderes. Was heißt das? Ich kann dir relativ schnell sagen, an welchen Aspekten Menschen noch an sich arbeiten dürfen im Inneren, um noch authentischer, ehrlicher und liebevoller bei sich oder zu sich selbst zu sein. Also allein durch die Wortwahl oder durch Denkmuster oder vielleicht durch bestimmte Wehwehchen. Ich habe immer wieder Kopfschmerzen oder bei mir drückt es im Rücken, in der und dem, wie auch immer, Knochen oder Wirbel. Genau, dadurch kann ich die Leute führen und durch Fragen und sagen, guck mal bitte im Bereich Spiritualität oder wie stehst du zu dem Thema oder schau bitte nochmal da. Und das fällt mir leicht, das macht mir Spaß und ja, diese Fragen zu stellen, die Wahrheit von Menschen oder die Wahrnehmung der Realität für sie, die in Frage zu stellen, den Schleier der Illusionen zur Seite zu schieben, mal hinter die Kulissen zu gucken und alles immer in Liebe, nicht in Kritik, sondern zu hinterfragen. Also weil jeder Mensch, der nicht sein Traumleben lebt, das ist meine Hypothese, das ist deswegen, weil er oder sie irgendwelche Glaubenssätze oder Überzeugungen hat oder Regeln fürs Leben, die ihr oder ihm nicht mehr dienen. Und diese das Regeln... Das zu sein hat, sozusagen. Ne? Genau, so. Keine Ahnung. Alle Männer sind doof. Oder bei mir, wenn ich an den Strand gehe, dann regnet es immer nur. Oder ich habe so viel Pech. Oder oh, alles ist immer so hart. Na, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das glaubst, dann wird dir das Leben genau das schicken. Und das hinterfrage ich. Und selektiv einfach auch so wahrnehmen. Ja, also genau. Diese Overemphasis, die man dann den Themen gibt, die man ja auch glauben möchte, führt dann zu dieser self-fulfilling prophecy einfach. Genau. Also das heißt, und die Frage muss ich stellen, Natalia, das heißt, du gehst eigentlich sehr, sehr stark ins Self-Development rein, in auch tiefere Schichten, da ist auch Spiritualität und so weiter rein und du kommst aber von einem sehr Business-Business-Thema eigentlich im Sinne Personal Branding on LinkedIn, ja, wo du eh schon sehr aufbrechend unterwegs warst im Sinne von, ja, Personal Branding heißt nicht nur, du erzählst nur nicht nur über deinen Job, sondern da war auch sehr viel Persönlichkeit schon drin. Wie denkst du, willst du das machen, auch für dich selber in deinem Business? Ist das angekündigt für dich oder wie reagiert die Community auch auf dich jetzt als neuen Menschen oder neue Businessfrau? Also da sind unterschiedliche Aspekte drin. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich Self-Development ist. Self-Development ist mir ein bisschen zu groß. Wenn wir das runterbrechen würden, dann könnte man das Self-Empowerment nennen. Man könnte es Learning About Yourself nennen. Vielleicht sowas. Discovery, Transzendenz, Transformation, Integration mit sich selbst oder von allen Aspekten von sich selbst. Es wird irgendwie so eher in diese Richtung gehen. Und ich habe neulich mal wieder ein Gespräch mit mir selbst gehabt oder mit meinem inneren kreativen Kind oder wie auch immer ich diese Instanz nennen möchte, meinte, hier, Natalia, erzähl mal, und wie würdest du das jetzt gerne übersetzen, so für Menschen und in dein Business? Und dann meinte so eine kleine Stimme, ich will Bücher schreiben. Ich will jedes Jahr ein Buch schreiben, bis ich sterbe. Okay, eigentlich will ich 2 Bücher schreiben pro Jahr. Eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Ja, und wahrscheinlich so über die nächsten 80 Jahre, weil ich noch so 80 Jahre mindestens leben werde. Ich so, okay, das ist sehr ambitioniert. Lass mich das erstmal verdauen. Also höchstwahrscheinlich werde ich ab demnächst eine Menge Bücher schreiben. So, yay, sehr cool. Dann wird es ein zweites Element geben, dass ich wirklich den Menschen dann helfe in ihrer vielleicht Seelenaufgabe oder in ihrer Integration der gesamten Aspekte an sich selbst, also so etwas wie Selbstliebe, Selbstauthentizität, also eine tiefere Version von Personal Branding, eine holistischere Version davon. Da weiß ich nicht so richtig, in welche Richtung es geht, aber da habe ich zum allerersten Mal im Leben auch überhaupt keinen Stress oder keine Angst, weil es kommt, wenn es soweit ist. Und das mache ich erstmal. Ganz langfristig habe ich noch was Riesiges in Planung, aber da lasse ich mir extrem viel Zeit. Das wird auch nochmal spannend. Da wird es um Sinnlichkeit und Sinne und um darum gehen, die Menschen
aus dem Verstand in den Körper und in den Moment zu bringen. Und es wird viel mit Kunst, mit Speaking, mit Musik und so weiter. Es wird eine Production. Vielleicht wird es einen Film, eine Dokumentation, ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, das habe ich mal so geparkt. Und um deine letzte Frage zu beantworten, wie nimmt die Community das auf? Meines Erachtens sehr, sehr gut. Also das, was ich auf LinkedIn sehe, das, was ich an persönlichen Nachrichten erhalte, an E-Mails, an DMs und so weiter und so fort. Natürlich wird es Leute geben, die sagen, das ist doch voll doof oder es ist ätzend oder dreht die Alte jetzt durch oder ich bin hier, um mehr Geld zu machen. Warum erzählt die auf einmal was von Liebe dich selbst? Jeder das, ne? Genau, so Leute werden kommen, Leute werden gehen und das ist alles gut und das ist alles okay, weil ich habe mich selbst endlich dahingehend geheilt, dass ich andersrum. Einer meiner falschen Glaubenssätze war, Love is Performance. Ich bin nur geliebt, wenn ich performe. So, und das habe ich mir aus dem System gezogen. Das heißt, ich weiß jetzt, ich bin geliebt, ich bin Liebe. Ich muss nicht permanent rausgehen, performen, die Leute entertainen, noch mehr Geld machen, noch mehr Menschen helfen. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe und Geld mache, Menschen helfe oder Content poste, dann mache ich das nicht aus Mangel oder aus, ich muss es machen, weil sonst bin ich nicht geliebt, sondern ich mache das aus Fülle und weil ich da Bock drauf habe. Und das sehe ich als Geschenk an oder als, ja, als ein Offering, eine Einladung an andere. Und jeder, der das nicht haben möchte, ja, mein Gott, das ist dann eben so. Ne? Jedes Geschenk musst du annehmen, aber ich nehme das nicht mehr persönlich. Absolut. Also ich kann den Prozess sehr verstehen. Also ich habe auch aus der Kindheit dieses Thema gehabt, Self-Worth, proving myself to be worthy, also so übersetzt. Also gerade dieses Thema Hyper-Achievertum, einfach nur um zu zeigen, was man eigentlich wert ist für andere Menschen. Und dann ist immer die Frage, wem willst du es zeigen, ja, in deiner Familie, weil es immer aus dem Thema kommt. Und habe das auch mit Hypnose eigentlich aufgelöst. Also das sind eben Themen, die man, selbst wenn man uns zuhört, jetzt während wir darüber sprechen und sich so denkt, nein, ich weiß eh, dass ich wertvoll bin. Mal tiefer schauen, ja, im Sinne von auch mit dem Unterbewusstsein dann auch wirklich arbeiten, weil es sind ja auch häufig Bereiche, die man so stark in den Schatten oder weggesperrt haben, wie wir schon gesagt haben. Ja. Natalia, was denkst du ja auch aus deiner eigenen Experience, mit dem, dass du sehr, sehr viele Menschen auch in deinem Leben schon kennengelernt hast, warum tickt unsere Welt so, dass wir alle eigentlich verlorene Kinder sind, die eigentlich sich nicht selber lieben? Weil wir es uns so ausgesucht haben. Also du meinst, Ich sag immer, deine Seele hat sich das ausgesucht. Also ich finde den Gedanken nach wie vor ein bisschen bekloppt, aber ich finde ihn sehr charmant. Dahingehend, dass ich sage, oder dass die Annahme, das Konzept, die Idee, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung haben und die Erde ist einfach die tough, also die spannendste und anstrengendste Schule, die eine Seele durchmachen kann. Und wer weiß. Keine Ahnung, das sagt man immer wieder so, ne? Vielleicht geht es ja noch krasser. Ja, eben. Aber den Gedanken finde ich, wie gesagt, romantisch und niedlich und der gilt für mich jetzt und momentan. Vielleicht sage ich in 3 Monaten oder in dem Jahr, ach, puh, war ich ignorant, aber okay, ich vergib mir. Das ist so momentan ein Gedanke, der mir hilft bei der Illusion, dass ich die Welt verstehe, weil wie wir wissen, wissen wir nichts. Ich bin fest davon überzeugt, das ist ein zweiter Glaubenssatz oder eine zweite Idee, dass wir, egal welches Alter wir sind, letzten Endes Kinder sind in erwachsenen Körpern. Und wir Menschen sind von Natur aus, im Englischen sagt man Joy Junkie, also wir lieben es, Freude zu haben. Wir möchten Dinge erfahren, wir sind neugierig. Wir möchten spielen, wir möchten kreativ sein, wir möchten insbesondere als Frauen singen, tanzen, kochen, backen, lieben, etwas nähren, gestalten. Das ist natürlich, das ist in uns drin. Naja, aber wenn wir das machen würden, dann wird ja niemand arbeiten gehen und schaffen und Steuern zahlen und so. Ja, das heißt, es sind... Also klassisch so diese Yang-Yin-Energie und darüber könnte man ja wirklich... Bücher schreiben und wurden ja auch schon Bücher geschrieben, siehe Veit Lindau zum Beispiel, der viel auch über diese Weiblichkeit auch schon geschrieben hat in der Genesis, dass das eigentlich keinen Platz gehabt hat. Seit jeher in der Menschheit dieses playful, nurturing, liebevolle eigentlich nicht da ist und alles sehr, sehr
männlich overruled ist. Aber wir kommen in eine wunderschöne Zeit rein, in der wir feststellen, so wie wir gehandelt haben als Menschheit, funktioniert es nicht mehr. Okay, vielleicht besinnen wir uns auf alte Werte. Was heißt denn alte Werte? Und jeder Mensch, jede Gesellschaft, jedes Land wird das für sich selbst auslegen. Und was ich momentan sehe, ist, dass einfach extrem viele Menschen, extrem viele Frauen und extrem viele Paare in diese klassischen Rollen oder Funktionen sich hinentwickeln, dass sie sagen, ach, ich würde gerne als Frau mehr tanzen und ich würde gerne mehr singen. Und ich, ganz ehrlich, also ich habe mein Business und ich finde das auch cool, aber permanent nur Hustle and Grind und also irgendwie gibt es mir das so nicht. Und also jeder und jede soll das so für sich selbst entscheiden, aber für mich in meiner Welt und für die Leute, die mir nahe sind, uns dient das momentan einfach am besten. Wenn ich es betiteln müsste, dann wäre es eine Rückbesinnung auf eher klassische oder traditionelle Werte. Also ich verstehe, was du meinst und gleichzeitig würde ich nicht das Wort traditionell sogar dafür verwenden, weil Tradition sehr viel auch mit diesem patriarchalischen System zu tun hat, in dem wir gelebt haben. Aber ich weiß, was du meinst in der Ursprünglichkeit. So würde ich es vielleicht eher verwenden. Genau. Dass das die ursprünglichen Energien sind und dass wir die auch leben und ausleben dürfen. Also ich kann das voll verstehen. Ich habe jetzt gerade heute startet mein Confident into Leadership wieder, also ein Leadership-Class bei mir. Das heißt, die letzten Wochen waren bei mir intensiv, aber ich habe gestern schon am Abend, ja, es ist voll super, ich freue mich schon mega, aber ich habe gestern am Abend schon meinen Pizzateig angerührt, der mit ist es so ein Weizensauerteig eigentlich, Lievito Madre nennt sich das, so wie die Italiener backen, ja voll, so originale Italiano, ja, und der muss jetzt 3 Tage lang, muss der genährt werden und bearbeitet werden, bevor der am Freitag am Abend verwendet werden kann, ja, weil ich schon weiß, am Freitag, wenn dann alles, everything is okay und ich habe alles gemacht, weiß ich, ich werde Pizza-Party machen. Oh, ja. Mega! Also, wenn ich noch so weit weg wäre, würde ich vorbeikommen. Genau, gut, eine Pizza, wirklich ganz, ganz hausgemacht mit eigenen Tomaten aus dem eigenen Garten, das Sugo dann gemacht und so weiter. Aber das liebe ich zum Beispiel als Ausgleich, also so wie du sagst. Also ich brauche das auch, dieses Kreative dann, dann zu tun und einfach zuzulassen. Ich kann gar nicht die ganze Zeit funktionieren in dieser Welt ohne diese kreativen Aspekte, dann wäre ich nicht gut als Coach. Sicher. Absolut. Und das ist ja, das gilt für egal welchen Menschen. Also Natur hat heilende Kräfte oder Wirkungen. Wie wäre es, wenn wir weniger Zeit vorm Laptop und auf dem Handy, sondern barfuß im Sand oder am Strand oder zumindest im Wald oder auf der Wiese verbringen würden? Wie wäre es, wenn wir häufiger einander in die Augen schauen würden, anstatt, wie gesagt, aufs Telefon? Wie wäre es, wenn wir mehr miteinander sprechen und aufrichtig zuhören und in die Tiefe gehen, anstatt irgendwie nur zu faseln oder zu posen? Also ein aufrichtiges, ehrliches Menschsein, was verbunden ist zu was, woran auch immer du glaubst, ist ja mir egal, wie du es nennst, aber dass wir wieder in den Körper und in unsere Gefühle und in unsere Wahrnehmungen reinkommen. Weil ich habe das Gefühl, dass viel zu viele Leute verkopft sind. Und das ist vollkommen egal, in welchem Job du bist und welches Geschlecht du hast. Das ist fast so eine Pandemie der Verkopftheit. Und alles wird überrationalisiert und alles muss logisch sein. Und das ist erschreckend. Es ist erschreckend und zweitens, dass der Zugang dazu auch so verpönt wird. Also ich zum Beispiel bin auch ein spiritueller Mensch und ich connecte das auch gern mit meinem Karrierecoaching, was ja sehr rational im Sinne von ist, okay, wir machen Karriere und wir klettern da die Karriereleiter hoch. Aber es braucht immer diesen Zugang, eben zum Beispiel verwende ich dann Human Design auch, um einfach so eine spirituelle Ebene auch nochmal reinzubringen oder eine ursprüngliche. Und das wird aber auch von sehr, sehr vielen Leuten sehr abgelehnt, weil es nicht so ist wie das Normal. Ja? Also es wird dann auch sehr verpönt und in der Ecke nochmal gestellt. Und ich glaube, da dürfen wir alle als Gesellschaft mehr Offenheit entwickeln für andere Konzepte, die wir vielleicht auch noch nicht beweisen können in der Hinsicht. Weil wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, wir haben sehr lange nichts beweisen können. Ja? Und trotzdem war sie schon da. Die Gesetze der Physik waren immer schon da, auch wenn wir sie nicht
gekannt haben oder nicht formulieren konnten oder ähnliches. Und genauso wird es auch mit Energien sein, also mit all dem Thema, wie fließt Energie durch den Körper. Also Big Fan bin ich auch von Akupunktur eigentlich und traditionell chinesischer Medizin oder Yoga, also es mit Chakren zu tun hat, weil ich denke, dass, also ich habe schon gefühlt, ja, das hilft, ja. Es ist so krass, wenn du mal bei einer guten Energetikerin bist und die dir Blockaden auflöst im Körper und denkst so, boah, wie geht das? Ja, also ja. Einfach, einerseits macht es sich voll fertig, weil natürlich Emotionen dort sitzen meistens, die das blockieren. Ja. Und aber andererseits fühlt sich noch immer viel besser an nachher. Ja, danach fühlst du dich doch mindestens 2 Jahre jünger und 10 Kilo leichter. Ja. Und ganz ehrlich, mehr so im Osten, sagen wir Thailand, Indonesien, da ist das gang und gäbe. Indien, da ist das normal. Da wird das nicht in Frage gestellt. Ja, total. So, also das, wenn das dort funktioniert und angenommen wird und bei uns nicht, naja, vielleicht, wie gesagt, das könnten wir uns dem öffnen. Und ganz ehrlich, also wenn irgendwie jemand so mit so einer erhöhten oder angehobenen Augenbraue sagt, oh mein Gott, glauben Sie etwa an Wunder? Dann sage ich, oh mein Gott, also Ihre Wahrnehmung der Realität, dass wirklich nur alles existiert, was man mit den Augen sehen kann, dient Ihnen das noch? Also, was ist denn, also wie viel Magie geht denn da kaputt oder verloren, wenn du nur an das glaubst, was du anfassen kannst? Es gibt so viele Dinge, die man mit den Augen nicht sehen kann, aber die man spüren kann mit dem Herzen. So, und das lasse ich mir nicht wegnehmen. Insbesondere nicht von irgendjemand, der mich kritisiert und der auch noch ein bescheidenes Leben führt. Weil das sind ja meistens so, dass die Leute, die kritisieren oder die das nicht annehmen, denen geht es ja grottig. Und deswegen, also wir sollten uns ja, ich bin nicht so großer Fan von diesem Wort, aber alle Komplimente, alle Ratschläge und auch alle Kritik, bevor ich sie annehme, da schaue ich mir vorher kurz nochmal an, wer ist die Person, bevor ich das annehme. Und wenn ich merke, dann sage ich vielen Dank, aber zurück. Nicht in mein System. Also die Vorschläge, die jemand gibt, muss man auch im eigenen Leben, wie soll man sagen, umgesetzt oder beachtet haben. Und wenn das nicht passt, dann passt auch der Vorschlag nicht. Also zum Beispiel lasse ich mir von niemandem für mein Unternehmen einen Tipp geben, der nicht entweder meine Klientin ist und meine Zielgruppe und deswegen eine gute Außenperspektive hat oder selber ein erfolgreiches Unternehmen hat. Weil warum sollte ich mich von jemandem befeedbacken lassen, der das nicht gemeistert hat oder nicht die Basics gemeistert hat in dem Game? Absolut. Also und ich finde, das ist so... Macht überhaupt keinen Sinn. Also es wäre so, als ob ich sagen würde, Natalia, ich habe 2 Kinder und ich weiß nicht, wie ich die Kinder erziehen soll. Da sage ich, ich habe keine Kinder. Ja. Ich bin die letzte Person, die dir dazu einen Ratschlag geben kann. Aber ich kenne da wen. Warte mal, ich kann euch miteinander verbinden. Ja, also das würde ich mich gar nicht trauen, einen Ratschlag zu geben von etwas, wo ich auch keine Ahnung habe. Beziehungsweise wo, Das ist auch eine humble attitude eigentlich, die wir halt auch brauchen, im Sinne von auch zu verstehen, wir wissen nur in einem sehr begrenzten Bereich etwas und können da eigentlich auch sehr viel natürlich aus unserer eigenen Erfahrung oder dem, was wir uns angesammelt haben an Wissen, etwas bereitstellen, aber sicherlich nicht im ganzen Spektrum vom Wissen. Und ja, sehr, sehr spannend, Natalia. Jetzt weißt du, dass ich Karrierecoach bin und viele der Frauen, die auch zuhören in meinem Podcast, die sind sehr ambitioniert in ihrem eigenen Business, in ihrem Beruf, in ihrer Karriere und haben auch so dieses Thema ganz stark, ja, sich beweisen zu wollen oder Anerkennung zu finden, aber auch so einen Impact zu haben. Grundsätzlich, was würdest du denn gerne ihnen mitgeben? Muss jetzt kein Tipp sein, aber vielleicht eine Art von Impulsfrage, was sie sich überlegen können oder eine Perspektive, die dir geholfen hat auf deinem Weg eigentlich auch bis hierher. Also es sind ja 3 Dinge. Beweisen, Anerkennung bzw. Impact. Da würde ich erstmal fragen, welche dieser 3 Dinge ist es? Wenn es um Beweisen geht, würde ich sagen, du musst niemandem etwas beweisen, weil warum? Und vor allen Dingen, das ist ein Spiel, was extrem schmerzhaft sein kann. Weil, dann muss ich es ihr noch beweisen und ihm und ihr es und dann muss ich das noch machen. Es endet nie.
Und das nein, wird dich also in den Wahnsinn treiben, in der also gesundheitlichen Ruin im schlimmsten Fall. Richtig, genau. So, also das war das mit den Beweisen. Oh, was war das Zweite? Sorry. Das habe ich wieder vergessen. Anerkennung. Anerkennung. Oh, Anerkennung. Wie wäre es mal, wenn wir anfangen, dass du dich selbst anerkennst? Was heißt das denn? Anerkennen. Das heißt, es geht um Kennen. Sag mal, kennst du dich eigentlich? Haha, da können wir wieder reingehen in Shadow Work oder in a Child Work und erkennen mal alle Aspekte. Ja. Richtig. Ja, an dir, an. Ja. Vervollständigen wir schon unsere Sätze, Natalia. Wir sind schon in Sync in unserem Gespräch. Ja, genau. Und wenn es um Impact geht, finde ich cool. Finde ich super. Also was ist denn dein Impact? Also, oder was ist dein Purpose? Oder was ist deine Lebensaufgabe? Oder wie auch immer möchtest du das nennen? Okay, wenn wir das verstanden haben und wenn das aus einer Reinheit, aus einer Purheit kommt, aus Fülle und nicht aus Neediness oder aus Lack, aus etwas, was fehlt, dann würde ich sagen, okay, was ist deine Plattform dafür oder wer ist deine Zielgruppe? Darauf basierend, was ist deine Plattform? Dann, wie würdest du das gerne machen? Also ist es ein Podcast? Ist es Social Media? Ist es E-Mail-Marketing? Ist es was ganz anderes? Und dann geh raus und stell dir vorher einen Plan und fang an zu kommunizieren. Erzähl Geschichten, inspiriere die Menschen, teile dein Wissen. Ich habe das neulich erst gelernt von einer Dame in meiner Online-Community, die sich spezialisiert hat auf Menschen Geschichten erzählen beibringen. Und sie hat das so wunderschön gesagt, es gibt drei Phasen beim Storytelling, wobei ich finde, es gibt vier. Erstens, du glaubst, du bist die Geschichte. Also, keine Ahnung, ich wurde verlassen. Aha, ich bin ein Opfer, ich bin verlassen worden. Bis du merkst, aha. Deine Story. Richtig, genau. Dann merkst du zweitens, es ist nur eine Story. Spannend. Dann drittens, dir wird bewusst, dass dir die Story nicht gehört und du eigentlich diese Story durchgemacht hast, um sie mit Menschen zu teilen. Und im vierten Schritt teilst du diese Geschichten mit anderen Menschen, damit sie nicht leiden müssen oder um sie zu inspirieren, um anders zu handeln oder damit sie sich nicht alleine fühlen. Und das damit schaffen wir Gemeinschaft. Coach-Journey. Ja, genau, genau so. Jeder Coach hat irgendwas durchgemacht, genau, wo er nicht möchte, dass andere Menschen das durchmachen. Absolut, sehe ich genauso. Ja. Okay, also das heißt, die eigene Story auch mal aufzudecken. Ich habe eine Klientin gehabt, die hat das immer so schön gesagt, sie fragt sich immer, okay, welche Story erzählst du dir gerade? Das zu reflektieren und zu sagen, okay, was denkst du denn gerade selber, musst du glauben oder wie es passiert ist? Und gibt es noch eine andere Perspektive auf die Geschichte, also diese Erweiterung dann auch? Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast mit diesem Schleier, weil wenn wir die anderen Perspektiven sehen zu unserer eigenen Story, die wir uns erzählen, können wir das aufbrechen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Absolut. Ja, und wenn nicht, dann buchen wir eine Hypnosesitzung oder wir machen mal Rapid Transformational Therapy oder EMDR oder eine schamanische Journey oder Holotropic Breathing. Das ist doch letzten Endes pupsegal. Das sind doch alles nur Methoden. Und du suchst dir eine Methode aus, die für dich funktioniert. Oder du probierst mal alle aus und dann wählst du die aus, die für dich funktionieren. Musst du niemandem erzählen. Du musst auch nicht alle deine Geschichten mit allen teilen. Solange du bei dir ankommst, solange du inneren Frieden hast oder Seelenfrieden und damit in Fülle lebst, wirst du, da sind wir wieder am Anfang, den Menschen noch mehr helfen können. Darum geht es letzten Endes. Ja, also das heißt, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr euch heute was mitnehmen möchtet, dann ist es, fangt bei euch selber an, euch auf die erste Prio zu setzen und auch diese Inner Work zu machen, weil das Ergebnis wird sich extrem lohnen. Selbst wenn der Prozess dorthin manchmal schmerzhaft ist, wenn man durch so ein Thema auch durchgeht, egal mit welcher Methode, aber das Ergebnis lohnt sich so, so, so sehr. Und ich glaube, das kannst du bestätigen, Natalia, das kann auch ich bestätigen. Also ich arbeite auch ganz, ganz viel immer an mir selber, mit mir selber, um eigentlich mehr zu mir anzukommen. Und das ist das geilste Gefühl auf der ganzen Welt, wenn du aufstehst und du denkst, mein Leben ist so fucking geil. Und ich wünsche das jedem Menschen, dass es genau so cool sich anfühlt für jeden. Ja.
Absolut. Ich glaube, das war ein Zitat von Dr. Süß, der meinte, du weißt, dass du verliebt bist oder that you are in love, wenn du nicht schlafen gehen möchtest, weil dein Leben besser ist als das, was du jemals geträumt hast. Und ich weiß, dass man in Liebe, also verliebt sein kann mit dem Leben. Und ich bin gerade wirklich in love with life. Also ich bin berührt vom Leben. Und das Leben bringt mich zum Lachen, das bringt mich zum Weinen, es bringt mich zum Tanzen, es versorgt mich mit Energie, mit Inspiration. Und wie du gesagt hast, best thing ever. Voll. Also wenn ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Natalia. Das können wir so stehen lassen. Und ich wünsche jedem, der das gehört hat, dass er jetzt einmal kurz innehalten darf und sich anschauen kann in der Reflexion auf das eigene Leben und zu sagen, wo möchte ich denn noch zufriedener und glücklicher sein und dann eigentlich dort anzufangen, etwas zu ändern. Weil ansonsten ändert sich auch nichts, wenn wir uns nicht ändern. Absolut. Wunderbar. Herzlichen Dank, Natalia, für deine Inputs. Sehr, sehr gern. Ich danke dir, Katja. Hi, meine Liebe. Hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage. Worauf bist du stolz? Wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich, von dir zu lesen. Deine Katja.